So, und wir zurück zu Secret of Mana 2. Wir waren ja stehen geblieben hier in diesem Pub. Und quatschen jetzt mal mit den Leuten. Der Gedanke daran, jemand könnte in Fossena einfallen, absurd. Er tötete meinen Bruder. Ich kann es nicht glauben. Ja. Duran, hattest du immer noch nicht genug Drinks für heute? Nein. Ey, pst, ran hier. Hey, bist du nicht der Bruder von den kleinen Mädchen? Ich sah sie weinend davonlaufen. Ach, nee. Steht hier was? Kann ich irgendwas machen? Was ist hier mit den Köder? Wuff, wuff. Ich verstehe es. Achso, das hatten wir ja schon. Die hatten wir noch nicht, wa? Hey, Duran, vergiss den Zauberer. Lass uns feiern. Ja, genau. Duran, bist du wieder okay? Der König ist besorgt, ein Feind, den selbst nicht mal du besiegen kannst. Ja, reib's mir unter der Nase. Das macht Laune. Das macht Bock auf mehr. Ich wollte nach Osten zu der Stadt Maya gehen, aber ich darf Fossena nicht verlassen. Was ist hier drin? Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um in der City. Oh, du war lange nicht gesehen, bist du groß geworden, du ähnelst dein Vater. Verstehe. Ach, immer diese Sucherei erstmal am Anfang. Alter. Duran, dein Vater kämpft bis zum bitteren Ende gegen den Drachenkaiser. Das Schicksal eines jeden Ritters. Gib nicht auf und werde ein großer Ritter, wie dein Vater. Kann ich das Schwert hier klauen? Achso. Einfach mal gucken hier wegen Menü. Wollte ich euch ja mal zeigen. Ja, das Inventar ist jetzt auch ein bisschen anders gestrickt, wie man sieht. Was haben wir hier? Ach, unser Inventar. Wir tragen ein Bronzeschwert zur Zeit. Was ist das? Das ist so wie die Fensterauswahl. Können wir verändern. Wollen wir aber eigentlich nicht. Ist eigentlich auch relativ. So, da sehen wir unser generell unseren Status. Unser Equip. Hier kommen später die magischen Fähigkeiten und welche Special Attack wir haben. Wir haben jetzt gerade den Kreuzhieb drin. Das ist die Steuerung. Das sind unsere, ist unser Status allgemein. Wie viel Erfahrung wir noch brauchen bis zum nächsten Level. Und man sieht da schon drüber über den Erfahrungswert, dass wir uns später noch ausbilden können. Und zwar entweder zum Ritter oder Gladiator. Was da am besten ist, weiß ich selber noch gar nicht. Werde ich mir noch rausfinden. Und dann sieht man da noch unsere Stärke, Agility, Vitalität, bla 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 bla, was man eben halt alles so hat. So, was haben wir hier? Fall, hier können wir safen. Also hier sind Saves, genau. Und hier können wir später unsere Party einstellen, wie sie dann vorgehen soll. Ja. Gut. Wie komme ich hier wieder raus? Achso. Was haben wir noch? Gibt es nicht aus das berühmte Ringmenü? Scheinbar nicht. Oder wir haben es noch nicht. Ne, da ist auch nichts. Gut. Ich weiß auch gar nicht mehr die Steuerung. Das ist schon Ewigkeiten her. Ob wir noch ein Ringmenü bekommen, weiß ich gar nicht. Gut, also in der Hütte war nichts. Du willst mich bestimmt nicht raushauen. Tut mir leid, Duran, aber bei Nacht darf niemand die Stadt verlassen. Ein Teil der neuen Sicherheitsbestimmungen, die von König auferlegt wurden. Peace out. Waffen! Waffen und Rüstung! Ach, die kennt man noch. Nur, dass wir jetzt Doppelkinn besitzen. Hi! Willkommen! Kaufen! Man könnte tatsächlich was kaufen. Haben wir aber, glaube ich, schon an, wie es aussieht. Scheiße, habe ich die jetzt gekauft? Falsche Taste. Ist mir in Ruhe. Das verkauft Suse. Erstmal kurz. Ich möchte mich ja schon ausrüsten. Also, da so ist es ja nicht. Aber erstmal möchte ich gerne wissen, was besitze ich und. Was habe ich an? Ich habe ja nämlich schon ein Bronzeschwert an und ich habe auch schon ein Nietenleder an. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich tatsächlich ein Nietenleder gekauft. Egal, wird verschabelt. Gut. Was bist du für einer? Oh, ich hasse Dörfer. Ich mag das nicht so, in Dörfern rumzurennen. Ich möchte eigentlich lieber so eher Action. Auf jeden Fall bist du dahinter eingesperrt, wa? Komm mal ran hier. Es bahnt sich ein Krieg an, ist das wahr? Bist du ein Söldner? Also tust du auch was. Alter, mach selber. Duran. Nee. Duran, bist du es? Ach, scheiße. Ich kann doch nicht nach Hause gehen. Ja, genau. Okay. Oh Gott, ich komme jetzt schon mit den Stimmen nicht mehr zurecht.
What the fuck? Okay, da komme ich her. Das ist so ein Opa. Den hier habe ich eigentlich keinen Bock zu reden. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir müssen auch mit dem ganzen Dorf reden, bevor sie uns nach Hause lässt. Kann man hier? Ah, Bücher. Bestimmt, da gibt es doch bestimmt irgendwas noch zu holen. Nee. Aber ich weiß nicht, ob sie was, wie das war, ob sie hier nur Truhen hatten, genauso wie normal. Bei Secret of Mana 1 oder ob sie es hier auch Gegenstände schon versteckt irgendwo gab. Habe ich keinen Plan mehr, ey. Schon lange her. Ja, wuff, komm, verpiss da, du. Ja, ist doch okay. Jetzt geht die Treppe hoch, genau. Sag mal. Alter, was ist mit dir verkehrt? Es steht auf dem Schild, bestimmt Vorsicht, bissiger Hund. Hier kann man pennen? Was ist das denn? Du hast keine Samen. Und was ich für Samen? Ja. Duran, deine Tante Stella und Wendy machen sich schon Sorgen, solltest du nicht zu Hause sein. Ach ja, komm. Ja, normalerweise könnte man in so einem Inn übernachten und wieder sich regenerieren. Was haben wir denn hier? Achtung, bissiger Hund. Ja. Bissiger Hund, hat sich angehört wie eine Katze. So, jetzt kommen wir hier hoch. Alter, was ist mit dir Phase, blöder Köter? Oh. Das Leben einer Person ist zu 99% Schicksal. Das letzte 1% ist die Hoffnung, die du in dir trägst. Du siehst aus, als könntest du eine Wahrsagerin gebrauchen. Lass es mich versuchen. Hör auf, ich glaube nicht an Glück. Das Einzige, was ich glaube, ist Stärke. Sag mir, wie ich stärker werde. Ei, was machst du da? Wenn du Stärke erlangen willst, geh nach Wendel. Der Priester des Lichtes wird dir den Klassenwechsel erläutern. Klassenwechsel? Bams. Die einzige Klasse, in die du wechseln wirst, ist unreifer Tyrann. Hau ab! Gut, jetzt haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, wo es hingeht. Wahrscheinlich nach Wendel. Klassenwechsel? Wenn es mir hilft, diesen Zauberer zu besiegen, werde ich nach Wendel gehen und es versuchen. Alter! Spinne, du Blöder. Gucken wir mal, ob ich jetzt in meine Hütte kann. Ich hoffe. Ich habe ja schon mal was über einen Klassenwechsel erfahren. Jetzt kann ich scheinbar. Cool. Ich glaube, das mussten wir triggern. Schlafen schon alle. Bruder, Glückwunsch, Sanji. Truhe! Hör damit! Duran packt für seine Reise. Ich werde diese Zauberer nie vergeben. Bevor ich ihn nicht getötet habe, kann ich nicht zurückkommen. Ich kehre nicht um. Du sagst, Duran packt seine... Was hast du denn jetzt da eingepackt? Wir nichts. Wahrer Kämpfer. Freunde, ein wahrer Kämpfer. Wendy, Tante Stella, es tut mir leid. Toll, dafür bist du jetzt hier nochmal hingelatscht. Jetzt hast du mir schon wieder ein paar Sekunden mein Spiel des Let's Plays geklaut. War klar. Warte! Tante? Duran, wenn du gehst, nimm bitte dies mit dir. Was ist das? Es ist ein Schwert, das Loki trug, als er noch jung war. Mit diesem Schwert gewann er das Schwertkämpferturnier gegen Prinz Richard. Ich weiß, es ist auch nur ein Bronzeschwert wie deines jetzt, aber bitte nimm es. Ich sage Wendy Bescheid. Sprich mit dem König, bevor du gehst. Er wartet. Seine Majestät? Er wusste, dass du so etwas planst. Schließlich bist du Lokis Sohn. Ich kümmere mich nicht umsonst die ganzen Jahre um dich. Ich bin stolz auf dich, Duran. Jo. Danke, Tante. Ich komme sicher zurück. Ja, wir haben jetzt ein Schwert bekommen, Alter. Inventar. Equip. Ah, nein. Leck mich doch. Scheiß Inventar, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Toll, nichts bekommen. Schweinerei. Pff. Kack, Piss, Drecks. Ne? Gut, ab zum König. Ich glaube, der wird im Norden irgendwo da rumdümpeln. Das ist zumindest der einzige Weg, der offen ist. Laufen wir mal direkt durch. Wachen quatschen jetzt hier nicht mehr. Kostet halt nur Zeit. Bist du für einer? Dip, 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 dip,
Alter. Ich muss den Weg auch wieder zurück, Freunde. Ah, immer geradeaus laufen bringt's. Duran, du gehst auf eine Reise. Eure Majestät, es war mein Fehler, dass der rote Zauberer entkam. Ich kann ihn nicht vergeben für das, was er mir und dem Königreich angetan hat. Erst wenn ich diesen Zauberer geschlagen habe, kann ich zurückkommen. So, ich verstehe. Pass auf dich auf, Duran. Danke, das werde ich. Das war alles? Immer, wenn ich ihn sehe, kommt er mir mehr und mehr wie sein Vater vor. Cool, das war's also. Deswegen bin ich jetzt zum König gelatscht. Na, Prost. Aber die Musik hat sich geändert. Jetzt scheint alles wieder ein bisschen happiger, happy-mäßiger drauf zu sein. Also werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Süden rausgehen. Alter, zwei Parts und noch nicht wirklich viel passiert. Tut mir leid, Leute, aber das Intro-Geschwafel ist immer so lang. So, hier kommen wir raus, Tatsache. Ey, geil, jetzt können wir kämpfen. Und die Musik ist einfach nur göttlich. Au. Aua! Oh Gott. Bam! Sieg! Anders wie bei Secret of Mana 1 ist schon mal, dass man die Vergiftung los wird, sobald man den Kampf gewinnt. Und ich glaube, wenn man tot ist, wird man nach dem gewonnenen Kampf auch wiederbelebt. Aua. Bams. Und Truhen erscheinen immer erst, wenn der Kampf komplett gegen so eine Gegnergruppe vorbei ist. Vorher nicht. Wege. Kein Plan, ob ich hier so richtig bin. Ich hoffe jetzt einfach mal. Okay, ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Hier war schon mal der falsche Weg. Gut. Aber wir müssen sowieso ein bisschen Level grinden. Ich weiß noch, ich habe nämlich arge Probleme damals gehabt, als ich mit schwächeren Level zu bestimmten Orten wollte, wo ich eigentlich auch hin musste. Also, Leveln ist hier echt das A und O. Definitiv. Was hier auch geil ist, dass um bestimmte Uhrzeiten, also wenn es dunkel ist, zum Beispiel einige Gegner pennen. Gibt natürlich auch Nachtaktive. Und einige Gegner auch nur nachts erscheinen. Also, es gibt Gegnertypen, die nur am Tage erscheinen. Und es gibt Gegnertypen. Alter, wie viele Gegner hier sind. Aua. Truhe. Ja, das ist auch ein bisschen tricky. Heilkräuter halten, wunderbar. Die haben auch ziemlich miese Fallen, auch schon ziemlich früh im Spiel. Ist jetzt nicht so wie bei Secret of Mana 1, wo die bösen Fallen immer erst später kommen. Alter, wie soll man hier ausweichen? Canyon. Ja, ging ja weit. Ja, irgendwie komme ich mir hier jetzt schon ziemlich falsch vor. Oder? Scheinbar richtig. Sieh, du verfluchter Zauberer. Ich werde stark sein. Stärker als alle. Und stärker als du. Und dann besiege ich dich. Duran entschloss, den Zauberer zu besiegen. Begibt dich auf die Reise nach Wendel. Er begibt sich auf die Reise nach Wendel. Er konnte nicht ahnen, dass das Schicksal der Welt in seine Hände gelegt werden sollte. Epic. Zeiten Densetsu 3.
Spiel ist ein Kampf Goro, Oshi, Yuku, Sakamoto, Karten, Tsukara, Fuyuchiyo, Akazumiyo, Suzuki, Hiroshima, Grafikdesign, Hintergrund, Koji, Tuado, Katakana, so was, oh Gott, Alter, ne. Freunde, mal im Ernst, gebt euch doch einfach mal an. Ist darin so schwer, einfach mal Horst, Günther oder Helmut zu heißen? Nein,